Hallo meine lieben Krebsgeborenen, herzlich willkommen zu eurem Wochenreading vom 19. bis zum 25.04.2021. Ihr seid schon wieder Schlusslicht. Was ist denn los mit euch, liebe Krebse? Ihr macht mich fertig, echt. Nein, Quatsch, alles gut. Meine Lieben, ich wünsche mir weiterhin mehr Feedback von euch. Das wäre sehr schön. Denkt immer dran. Gesetz der Resonanz, ja, Aktion gleich Reaktion, ist schon wichtig, dass ich von euch mehr Feedback bekomme, damit ich auch weiß, dass euch die Legungen gefallen und dass das, was ich tue, auch euch gut tut, wie auch allen anderen Sternzeichen, die wirklich super mitarbeiten. Meine Lieben, sonst überlege ich, ob ich die Videos nicht jede Woche mache, weil es sind jetzt im Monat, ich habe mal hochgerechnet, 60 Videos, die ich hochlade. Das ist eine ganze Menge. Dann würde ich die Videos splitten und sagen, alle 14 Tage. Ja, für jedes Sternzeichen alle 14 Tage bringt mir mächtig viel Entspannung, aber ich weiß nicht, ob euch das so weiterhilft. Das ist dann halt die Schlussfolgerung, die ich dann ziehen müsste, wenn ihr weiterhin immer so im Keller seid und nicht mitmacht. Und also da müsste ich mir dann auch schon anfangen, Gedanken zu machen. Ich gucke mir das jetzt noch einen Moment an, aber wie gesagt, irgendwann, wenn ich das Feedback von euch nicht kriege, dass die Zahlen des Mitmachen nicht steigt, dann würde ich mir das halt überlegen, ob ich meine Arbeitsweise verändere. Okay? So, für diese Wochenlegung, meine Lieben. Ich gucke wie immer in euren Seelenprozess. Wo steht ihr in eurem Seelenprozess? Wo seid ihr verhaftet oder angehaftet oder wo blockiert oder was könnt ihr anders tun, um weiter voranzukommen? Ganz wichtig. Dann haben wir hier die Engel des Lebens. Da möchte ich gerne wissen, was ist denn eure Aufgabe in dieser Woche? Um was geht es bei euch? Da wollen wir mal reinschauen. Dann habe ich hier die aufgestiegenen Meister. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, vielleicht einige davon oder von euch. Da möchte ich auch gerne wissen, um was geht es bei euch? Ja? Wo können wir genauer hingucken oder wo sind eventuell Dinge, die bearbeitet werden dürfen? Und dann natürlich ganz klar, ich möchte euch gerne einen Heilstein ziehen. Ja, der diese Situation, die wir in dieser Woche haben, euch unterstützen kann. Ja, so, dann wie immer zwei verschiedene Kartendecks. Bei dem einen gucken wir, um was es geht. Und bei dem anderen klären wir dann das erste. Ne? Dann können wir ein bisschen tiefer gucken und dann, ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. So, meine Lieben. Wie gesagt, Seelenprozess kommt ganz zum Schluss, ja? Denkt bitte daran, die Legungen sind geschlechterunabhängig. Zeit ist flüssig und es sind Kollektivlegungen. Habe ich jetzt eigentlich alles gesagt? Zeit ist flüssig, sind Kollektivlegungen, geschlechterunabhängig. Ja, genau. Also, ich muss jetzt echt überlegen. Ja, ihr seid wieder Schlusslicht. Dann habe ich dann schon mal ein bisschen schwächeln, wie immer. Meine lieben Krebsgeborenen, alle, die sich für meine Arbeit eventuell doch interessieren möchten, bitte gerne unten in der Infobox gucken. Da habe ich euch Informationen über das Video aufgeschrieben, über die Karten aufgeschrieben. Ihr könnt auch gerne meine Homepage mal besuchen. Da stehen Informationen über Kartenlegung, über meine Heilarbeit und wer gerne möchte. Ich arbeite, wie gesagt, hauptberuflich, lege Karten und arbeite mit Klienten. Aktiviere körpereigene Heilungskräfte, reinige Wohnungen und Häuser energetisch und bin auch gerne für euch da. Wie gesagt, ich verdiene damit monatlich mein Geld und deswegen ist mir meine Arbeit sehr, sehr wichtig und der gehe ich auch sehr gewissenhaft nach. Und deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Okay? So. Jetzt möchte ich gerne von den aufgestiegenen Meistern wissen, was gibt es für die Krebsgeborene diese Woche an Informationen? Metaron, kannst du mir bitte eine Karte geben? Nein, Metaron, gib mir bitte eine Karte. Für die Krebse, für diese Woche, jetzt. Liebe Krebse, was ist los bei euch? Aha. Okay. Seid schon wieder unterwegs in eurer Freiheit. Ich
ziehe alles. Oh, Jesus. Und da flogen sie. Tut mir leid. Das ist halt so. Alles, was fliegt, kommt von oben. So ist richtig. So, wir fangen an. Sehr schön. Mit dem Heilstein. Lapis Lazuli. Lebensverändernde Erscheinungen oder Erfahrungen. Ein großer und segenreicher Wandel steht Ihnen bevor und Gott unterstützt Sie bei jedem Schritt auf Ihrem Weg. Wow. Lapis Lazuli ist der Stein, der, man sagt, ist der Rednerstein. Lapis Lazuli tragen Redner, tragen Menschen, die sich A, mit Steinen auseinandersetzen und B, die sozusagen sich in ihrem beruflichen Dasein, die viel reden müssen. Ich habe übrigens auch eine Kette, die hatte damals nur meine kleine Tochter leider zerrissen. Ich habe sie noch nicht aufgefädelt. Das ist der Rednerstein. Den kann man tragen, wenn man Unterstützung im Reden braucht. Ja? Nur mal für die, die vielleicht viel reden, ja? Die viel mit Kommunikation zu tun haben, mit verbalen Austausch. Lapis Lazuli, wunderbar. So, Freiheit. Ja, dir ist die Freiheit sehr wichtig in dieser Woche. Du lässt dich ungern einengen, ne? Deswegen bist du auch hauptsächlich in den großen Meeren unterwegs. Ja, sehr schön. So, Thema bei dir kann sein. Ja, Tiere, nicht kann sein, ist so, Tiere. Du verstehst Tiere und kommunizierst intuitiv mit ihnen. Vertraue deiner inneren Führung, denn Tiere sind Teil deiner Lebensaufgabe. Vielleicht hast du einen Hund und eine Katze und führst schon Gespräche mit ihnen und kannst sie lesen. Das ist natürlich super. Oder hast ein Pferd, ne? Die zweite Karte. Herzenswünsche. Die Engel unterstützen, führen und beschützen dich während deine Träume Realität werden. Du arbeitest an deinen Träumen. Ja, stimmt, kann ich dir auch recht geben. Ich kenne ganz viele Krebse, die an ihren Herzenswünschen, an ihrem Sein arbeiten und an ihren Wünschen und super Erfolge damit haben. Sehr, sehr schön. Innere Kraft. Alles, was du bisher in deinem Leben erfahren hast, hat dich stark und mutig gemacht. Ja, natürlich. Danke für die Lebenserfahrung. Danke für diese Erfahrung. Sie macht mich größer, reifer, stärker. Ja. Auch das ist die Woche wieder Thema. So, und dann schauen wir mal. Ich schau mir mal. Nee, ich schneid's nicht raus. Habe ich ja noch nie gemacht. Ich schneide doch kein Video. Ich habe doch keine Langeweile. Und für alle, die Untertitel wollen, nee, mache ich auch nicht. Ist mir zu viel Arbeit bei 60 Videos. Tut mir leid. Nee. Und die mich erreichen wollen oder die mich erreichen sollen, erreichen mich auch ohne Untertitel. Ihr wisst, wie ich das meine. So. Für die Krebsegeborenen. Vom 19. bis 25.04. Um was geht's? Oh, sehr schön. Ihr fangt an mit Ritter der Kelche. Ihr geht weiter mit 6 der Stäbe. Gefolgt auf 9 der Kelche. Sehr schön. Sehr schön. Boah, genau. 7 der Kelche. Das ist typisch Krebse. Wahnsinn. Der gehängte Mann. Und Page der Münzen. So. Die zweite Reihe, meine Lieben. Es geht weiter.
Okay. 10 der Stäbe. Ritter der Münzen. Ritter der Stäbe. Acht der Schwerter. Und die Justiz. Gerechtigkeit und Outcome-Karte ist 2 der Münzen. Meine lieben Krebse, hier geht es teilweise auch ein bisschen darum, dass ihr, ich glaube, nein, ich sehe, ihr seid hier überarbeitet. Ihr tut zu viel und damit habt ihr ab und zu mal so Blockaden in dieser Woche drinne. Da kommt euer Gegenüber mit euch entgegen mit einem Liebesangebot. Ja, ganz lieb. Und ihr sagt, oh, ich kann gerade nicht. Ich bin total K.O. Ein bisschen weniger ist mehr. Ja, also ihr dürft hier ein bisschen weniger arbeiten. Natürlich dürft ihr eure Freiheit leben, aber achtet auf eure innere Kraft. Ja, ganz wichtig, dass ihr euch nicht zu sehr auslaugen lasst, indem ihr zu viel arbeitet. Ich weiß, Krebse können, sind richtige Macher. Die können richtig ackern, aber ihr müsst so ein bisschen auf eure Energie achten, ja? Damit ihr nicht zu sehr, ja, damit ihr euch nicht schachmatt macht. In dieser Woche ist wichtig das Geben und Nehmen für euch. Ihr gebt gerne, also eurem Gegenüber, ihr verwöhnt euer Gegenüber sehr gerne und das finde ich sehr schön. Und ihr kriegt eine finanzielle Botschaft, eine Nachricht kriegt ihr, wo es auch um den Ausgleich geben und nehmen geht. Also ich würde sozusagen aus diesen Karten interpretieren, vielleicht möchtest du gerne oder spielst mit dem Gedanken, du kommst auf deinen Partner zu, auf deine Partner und sagst, oh komm, lass uns einfach mal einen Döner essen gehen oder lass uns was bestellen, ja, beim Pizzamann oder wie auch immer, ja. Also leben, 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 ja. Du möchtest aus diesem Zustand hier raus und möchtest einfach wieder das Gefühl haben, du lebst, du machst was, du genießt. Ja, und das sind einfach deine, das ist auch deine Wunscherfüllung. Ja, deine Wunscherfüllung ist halt einfach dein Leben zu leben. Und auch hier, ja, kann auch, wenn du in einer Partnerschaft bist, eine starke sexuelle Anziehung sein mit deinem Gegenüber. Also dieses Leben, Leben, Wunscherfüllung, alles stimmt in der Beziehung, es läuft und so. Das ist letztendlich für dich wichtig. Ein bisschen aufpassen musst du in der Woche. Ja, du hast die Qual der Wahl. Und diese Qual der Wahl kann sein, wann gehst du wie schnell, wie oft arbeiten zum Beispiel. Also du bist dahingehend momentan wieder, und das ist immer so, sind es nur Auf und Abs bei dir. Du bist einerseits im Hip und andererseits hopp. Also manchmal sehr aktiv und manchmal wieder so total aktionstot, dass du keine Entscheidung treffen kannst, was du zum Beispiel tust oder tun möchtest. Ja, und das ist schon, ja, da musst du schon wirklich aufpassen auf dich, dass du wirklich das zwischen deiner Freiheit, deiner Kraft und auch deiner Herzenswünsche, dass du da den Ausgleich schaffst, dass du nicht zu viel immer in eine Richtung machst. Du darfst auch mal, auch als Mann zum Beispiel, darfst du auch mal eine Königin sein. Ja, du darfst auch mal in dieses Annehmen gehen, nicht immer aktiv sein. Und umgekehrt genauso. Wie viele Frauen kenne ich, die richtige Macher sind? Ja, die sind richtig als Könige unterwegs. Und das ist hier in dieser Woche ist dir das zu viel. Da musst du bitte aufpassen, lieber Krebs, dass du bisschen Piano machst. Ja, ganz klar. Guckst dir die Situation, wie es dir geht, auch aus der anderen Perspektive an. Das ist gut, weil das ist eine Art Stagnation. Ja. Und guckst, dass das gerecht wird, was du machst. Also wenn du jetzt viel tust und das ist nicht gerecht, dann sagst du, nö, ich mache nichts mehr. Kann auch passieren. Ne? Wenn du was tust, du kriegst kein Geld dafür. Pff. Hallo? Kann alles sein. Das sind nur Beispiele. Ja.
Münz es auf deine Situation. Das hier ist die Gerechtigkeit und das ist eine Stagnation. Da guckst du dir die Situation auch aus einer anderen Perspektive aus an. Okay? Du gehst aber trotzdem weiter und die Entscheidung dahingehend, dass du weitergehst, triffst du auch, definitiv. Ja, also du bleibst nicht stehen. Du gehst vielleicht 2 Schritte vor und 3 Schritte zurück, aber du bist aktiv und du gehst und du machst nach deinem Tempo. Das ist gut. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als Stagnation und nichts tun. Aber das bist du sowieso nicht. Krebse tun immer. Die sind immer aktiv. Also wenn ich mal einen Krebs ans Telefon kriege, bin ich schon glücklich. Aber wenn der Krebs mich anruft, dann ist ja toll. Dann hat der Krebs Zeit. Ja, meine Erfahrung mit Krebsgeborenen. So, wo stehen denn die Krebse in ihrem Seelenprozess? Um was geht es denn hier? Ja, inneres Kind. Der verletzlichste Anteil in dir braucht deine Fürsorge. Bom, jetzt haben wir es hier. Ja, innere Kraft. Was brauchst du? Was tut dir gut? Was möchtest du gerne? Frag dich, frag dein inneres Kind. Was möchtest du gerne? Gehe ich irgendwann mal in einer Legung speziell darauf ein, auf das innere Kind, auf die Seelenarbeit wieder. Ich weiß noch nicht, wann ich die Legung mache, aber ist ganz wichtig. Habe ich schon reingekriegt. Gibt es auch einige Nachfragen? Ja, ich weiß noch nicht, wann ich es schaffe, weil die nächste Legung ist die Liebeslegung, die ich für euch für den Monat Mai machen möchte. Und ich weiß auch noch nicht, wann ich die mache. Also ich habe momentan einen relativ vollen Terminkalender und deswegen muss ich gucken. Ja? So, meine Lieben. Ansonsten trotzdem alles, alles Liebe für euch. Bleibt dran. Ne? Schön im Ausgleich bleiben, ja. Hier in dieser Woche gebe ich euch recht, lieber 3 Schritte zurück anstatt 5 Schritte vor. Ja, bleibt einfach so ein bisschen in eurer Kraft, damit ihr nicht in diesem Zustand oder in diesem Zustand zu sehr seid, ja. Und denkt an eure Freiheit und alles, was euch nicht gut tut, kann weg. Ja, ist nicht dienlich für euch. Alles klar. In diesem Sinne, wenn ihr wollt, sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, eure Katrin. Ciao.